Willkommen bei Going Medieval, wo wir versuchen, eine riesengroße Burg mit Wassergraben zu bauen, was jetzt ja neu drin ist im Game. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Da ist ein Wolf im Graben. Ah, er macht jetzt schon wieder raus, jetzt ist es zu spät. Aber er hat gesnackt. Hier sind nämlich 21 Hechte im Graben. Moment, Poldi, du bist gerade am Start. Kannst du das noch schnell abreißen? Improvisieren. Nee, ach, das muss erst nach unten, oder was? Nein. Das wird nix. Okay. Abbrechen. Aber es funktioniert. Müssen wir das nächste Mal noch schneller sein. Da sind noch ein paar Hechte im Graben. Okay, cool. Die Trap wird also bald hoffentlich klar gehen, ey. Wir können halt auch mal jagen gehen, damit die Bogen trainieren. Ich würde die jetzt erstmal alle ausrüsten mit einem besseren Bogen. Wie macht Essen? Das ist aber auch allerhöchste Eisenbahn. Wir haben nur noch 3 Mahlzeiten. Aus Aal bestehend. So, Krabi. Meisterschütze. Ach, der kann, glaube ich, Langbogen kann man dann schon benutzen, ne? Ich rüste jetzt erstmal alle aus. Ja, okay, so geht. Kriegsbogen schwach. Oh, er ist zu schwach. Wir brauchen Meisterschütze 10. Verdammt. Xena kann aber einen nehmen. Da würde ich hier schon mal den besten geben, den wir haben. Hier haben wir 2, die solide sind. Hier sind auch noch Bögen. Hier ist sogar ein guter dabei. Ausrüsten, Langbogen, gut. Ich würde sagen, ich meine, wenn wir zu viele haben, können wir die verkaufen wieder. So, den nimmst du, Xena. Poldi hat, muss man einen Kurzbogen geben. Aber ich schaue erstmal, Beam hat ja auch schon einen Kurzbogen. Dann nimm Beam einen Langbogen. Einen soliden. Ich glaube, er hat genug Skill. Ja. Krabi hat schon Kurzbogen, solide. Helge hat den Kriegsbogen. Und Poldi nimmt dann den Kurzbogen von Beam. Ich frage so, wo hat Beam den hingetan? Da. Passt irgendwie zu mir, dass ich den nicht reingelegt habe. Ausrüsten, Kurzbogen ausgezeichnet. So, jetzt hat jeder einen Bogen ausgerüstet. So, jetzt ist die Frage, wollen wir Wildschweine jagen? Lohnt sich bestimmt, ne? Ich will mal an. Was soll schon passieren? Oh, es geht los, so schnell. Ja. Okay, Xena hat ihn erlegt. Das ging relativ gut. Okay, ich muss mal Holzhacken eben pushen. Ich glaube, es zählt eigentlich ja hier Pflanzen. Das Pflanzen schneiden, das ist es. Pflanzen schneiden auf 1, damit er jetzt anfängt, Bäume zu fällen. Mal gucken, ob es klappt. Wir sehen, was Helge jetzt macht, das nächstes. Schneidet. Sehr gut. Funktioniert. Was bist du? Iltis, wild. Töten. Der frisst uns die Hechte weg. Hier ist ja alles voll mit den Iltissen. Die müssen wir alle töten. Jetzt ist Priorität erstmal noch den Kenner fertigstellen. Mahlzeiten. Wir haben nur noch eine Mahlzeit. Ich dachte, wir räuchern noch was. Wir räuchern doch. Hier liegt Leinstoff rum. Ich baue mal hier oben einen Nähplatz. Hier hin. Jetzt ist, was ist wichtig für einen Nähplatz? Mindestens einmal Rüstungsmachertisch, Bogenbauertisch, Schmiedetisch, Holzarbeiten, Steinmetztisch oder Nähplatz. Mindestens zweimal Werkzeug, Wandregal. Das heißt, eigentlich bräuchte man einen großen Raum, wo wir alles reinhauen. Wisst ihr was, dann tendiere ich fast echt dazu, dass wir hier das vergrößern. Und da jetzt, wo der Bogenbauertisch ist, ja, da brauchen wir erstmal das Holz dafür. Aber ich würde trotzdem das schon mal lagern irgendwo, dass es nicht schlecht wird jetzt, das Leinen. Das war super ärgerlich. Das Holz, ja, wir haben ja hier kein Holz mehr. Ich mache mal hier Material, dass wir hier auch Leinen lagern erstmal. Das machen wir später aber besser. Material, Leinen. Dann könnt ihr das alles da hochbringen. Hey, trotzdem 30 Tage aber. Wir sollten vielleicht auch mal hier ein bisschen aufräumen. Man kann doch bestimmt irgendwie die Qualität einstellen von dem Stuff, oder? Ah, hier. Qualität. Nur ab solide Trefferpunkte. Nur ab, machen wir mal 60%. Alles, was drunter ist, nicht hier lagern. Und jetzt Zone, Lagerplatz. Alles entfernen. Hier kommt alles hin, was Qualität schwach bis solide. Nur schwach, schwach. Trefferpunkte alles unter 60%. Und nur Ausstattung. Priorität sehr hoch. Das ist quasi jetzt, da kommt der Müll hin. Theoretisch hätte man, glaube ich, hier auch einfach Abfall auswählen können. Wir können mal schauen, was da ausgewählt ist. Kadaver und Abfall. Knochen, verdorbenes Fleisch, Gemüse. Ah! Ja, also Abfall und Kadaver. Nee, Kadaver nicht. Nur vergammelte. Ja, okay. Dann das weg. Dann machen wir hier noch Abfall alles. Und Kadaver. Tier. Aber nur vergammelte. Nee, dann nicht. Verdorbenes Fleisch, wahrscheinlich ist das verdorbene Kadaver.
So, ne, mal gucken, ob die dann hier ein bisschen leer räumen. So, wurde schon was rübergebracht. Hier die Winterkleidung. Die taugt ja nichts. So, und jetzt müssen wir mal hier unten gucken, wie es aussieht. Ja, es fehlt... Ah, wir brauchen Lehm. Wir müssen mehr Lehm abbauen. Lehm hatten wir hier. Lehmvorkommen. Erde, Lehm, Lehm. Das reicht, glaube ich, schon, wenn wir das mitnehmen. So, und Forschung? Forschung 2 können wir freischalten. Das machen wir. Jetzt können wir den zweiten Forschungstisch bauen. Also wir haben bisher den Basisforschungstisch gehabt und das ist jetzt der bessere. Da können wir dann auch die besseren Dings machen, Bücher. Um noch mehr Sachen freizuschalten. Der ist groß. Also der Stuhl muss auf jeden Fall woanders hin. Na, guck mal hier, Krabi hat Bogen auf 9. Sehr gut. Können wir ihm beiden Langbogen geben. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt den Forschungstisch hier reinkriege. Ja. Aber das Regal ist jetzt natürlich komplett lost an der Stelle. Und also es geht, aber es sieht nicht geil aus. Dann machen wir es hier hin. Hiermit kann ich vielleicht sogar noch leben. Ich kann mir vorstellen, dass ich die Fenster hier wegmache und dann hier auch noch Bücherregale stattdessen hin. Ich mache einfach mal gucken, was passiert. Nichts passiert, ne? So, dann hier nur eine Wand rein. Und hier das gleiche. Aber da ist sogar eine Wand davor schon. Du könntest den Raum auch easy ein bisschen größer machen, ne? Also wenigstens bis hierhin. Ich will nur mal anmerken, jetzt im Regen, wenn die Sonne scheint, das sieht schon ganz schön cool aus, oder? Also was Licht angeht und so, finde ich, ist irgendwie alles, hat sich ganz schön weiterentwickelt, das Game. So, Leinen wird hier auf jeden Fall gelagert. Wir haben relativ viel schon, komm mal hier. Wir haben 4 Stacks, also 400 fast. Und ich würde hier, will ich das jetzt wirklich nach außen ausbauen weiter? Also zumindest hier so. Finde ich, glaube ich, ganz geil. So machen. Dann machen wir so. Aber eigentlich mag ich das auch, dass das hier so ein bisschen... Ich lasse das, wie ich das. Ich finde das schön. Aber das hier würde ich lassen, weil das optisch nochmal besser aussieht. Ist halt ein sehr gemütlicher Forschungsraum. Aber das Fleisch hier, das triggert mich ein bisschen. Ist hier ein Lagerplatz noch dafür, oder? Ne. Warum liegt denn hier irgendwas Fleisch rum? So, Mahlzeiten. Wir haben keine Mahlzeiten mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Räuchern... Ja, das macht einfach nur die Zutaten haltbarer, aber wir machen so keine Mahlzeiten. Ich muss ganz schnell neue Sachen kochen. Lagerfeuer haben wir hier. Vielleicht sollten wir erstmal die Sachen verkochen, die nicht geräuchert sind, weil die halten ja nicht so lange. Bis folgendes. 30 mache ich mal. Bearbeiten. Und als Zutat würde ich jetzt geräucherte Sachen rausnehmen. Die sind für Notfall. Ich überlege, ob ich noch ein zweites Lagerfeuer brauche. Ja, aber wenn Beam jetzt einmal anfängt... Okay, jetzt fängt Krabi an zu kochen. Er ist halt noch nicht so gut im Kochen. Aber er hat 2 Sterne. Wow, der hat schon 8 im Kochen. Okay, krass, der war mal bei 1 oder so. Ja, läuft. Sehr gut. So geil mit dem Backgammon-Tisch und Baldi mit seinem Helm hier und chillig da sitzt, ey. Okay. Ah, krass, guck mal, das Laub wird langsam herbstlich. Da rennt schon wieder ein Iltis rum. Das ist das Problem, ich habe die Trap gerade überhaupt nicht im Blick, ne? Also hier unsere Hechthaufen-Trap, die sich auch in 3 Tagen zersetzt. Und wir haben da 44 Hechte drin. Ist eigentlich voll die Verschwendung, ey. Solange ich jetzt kein Auge da drauf habe, nehme ich das erstmal raus wieder. Und ich muss irgendwie gucken, dass wir da irgendwie weniger lagern. Abreißen. So, dann müsste sich das gleich jemand aufheben, hoffe ich. Nee, oder? Okay. Moment. Wegreißen. Beam. Wegreißen. Schnell beam. So, er ist immer noch. Und die Treppe ist weg. So, jetzt theoretisch dürfte der Wolf nicht mehr rauskommen. So, und jetzt zähmen. Und idealerweise bauen wir jetzt hier überall irgendwie Leitern nach unten oder so. Also zumindest so ein bisschen verteilt, falls, wenn der hier rumrennt, hier, der nicht hier irgendwie erst da die Leiter nehmen müssen, so meine ich das. Ich würde mal hier noch eine Leiter hinbauen. Und hier auch eine hinbauen. Hat ja funktioniert bisher. Mal gucken, ob wir den jetzt wirklich kriegen. Dorfbewohner leiden unter Kälte. Ja, bloß gut, dass ich die Winterkleidung komplett... Moment, hier haben wir aber noch.
Xena hat schon Winterkleidung. Poldi auch. Helge nicht. Sieh mal. Grabi hat auch Winterkleidung. So, gut, ja, wir müssen unbedingt neue, also mehr herstellen. Ich baue jetzt erstmal den Nähtisch. Ja, also ich hätte ihn gerne hier irgendwo hingebaut. Ich glaube, wir müssen das hier einfach größer machen. Wie groß ist der Nähtisch? Nicht so riesig. Das ist 2 3x1. Wenn wir hier die Wand wegmachen, dann haben wir ja noch einen größeren Raum. Ich denke, ob ich die Wand wegmache. Also wir machen quasi das hier weg. Das. Das. Dann verschieben wir eventuell auch die Regale oder so, ich weiß noch nicht. Also die Waffenständer hier, die stören halt. Würde ich woanders hin machen? Ja, ich mach die erstmal hier hin. So. Dann würde ich dann hier den Nähtisch hinbauen. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nichts zusammenstürzt. Ich guck gleich mal. Und Helge hat in Tierfertigkeiten Stufe 20. Er hat wahrscheinlich gerade den Wolf. Ja, hat er. Wolf gezähmt 28%. Let's go. Wenn wir den Wolf dann haben, würde ich versuchen, den auf Transport zu trainieren. Und das würde ich ganz oft machen, dass wir dann ganz viele Wölfe haben, die uns die Sachen, also wie Hundi, die Sachen tragen. Ich hoffe, jetzt kracht nichts zusammen. Scheint noch alles zu stehen. Ich würde trotzdem da Träger hinsetzen, weil es sich besser anfühlt. Wir machen hier einen Boden hin. Und hier Holzbalken. Und jetzt müssen die das hier noch umverlagern. So. Dann Produktion. Natürlich wäre es ganz geil, wenn wir dann hier irgendwie die Klamotten lagern würden, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob wir da ein Regal nehmen oder so. Handelskarawane. Mal gucken, ob die Tiere verkaufen. Das ist ja geil. Ich baue einfach mal ein Regal und wir gucken mal, was wir da reinholen können. Okay, und wie sieht unser Keller aus? Ist jetzt langsam mal fertig? So gut wie Lehmwand noch überall. Wir haben jetzt im Keller 1,6 Grad, draußen 7,4. Hier haben wir 1,8. Also es ist jetzt schon kühler hier unten und ich mache hier überall noch Lehmwand hin. Und es ist noch keine Tür drinne. Wobei wir hier eine Tür haben. Aber wir wollen ja hier kochen. Entsprechend, ne, weil dann hier ist ja dann Feuer und so, deswegen sollten wir hier das isolieren. Am besten, wir machen hier auch eine Tür dann hin, damit das doppelt isoliert ist. Dann können wir schon mal machen Zone. Lagerplatz, machen wir erstmal hier den Bereich. Dann alles entfernen, Priorität sehr hoch. Und jetzt alles, Nahrung, alles hier hin. Und hier machen wir Priorität erstmal. Ich mache erstmal niedrig. So, Mahlzeiten haben wir wieder 26, sehr gut. So, die Händler. Wer ist sozial am besten? Redekunst 18, 15, 7, 18. Okay, Krabi. Schauen wir mal, ob die irgendwas anzubieten haben. Esel. Können Esel Sachen tragen? Also wenn ein Tier Sachen tragen kann, dann Esel, ey. Kostet 104 Gold. Was haben wir denn? Haben die einen Hund? Nee, nur wir haben einen Hund. Das meiste haben wir. Ein Stirnband. Rübensamen. Kräuter sollen wir noch aufkaufen, bis wir selber Kräuter herstellen können. Gut, jetzt müssen wir irgendwie 140 Gold ausgleichen. Also wir haben zum Beispiel roten Johannisbeerkuchen. Wie viel haben wir denn da hergestellt? Na gut, wir haben einige Johannisbeeren gefarmt. Ganz die Kuchen. Okay, jetzt sind wir schon mal bei 20. Einmal, wir haben eigentlich, ich glaube, Essen kriegen wir hin, oder? 40. Leder haben wir auch super viel. Kann ich irgendwie gedrückt halten? Shift-Steuerung. Ich würde dir mal mein ganzes Iltis-Leder geben. Ah, nee, Rotwild-Leder ist das. 108. Ich tendiere dazu, dass wir denen jetzt einfach noch ein bisschen Leder geben. Ich gebe dir noch das ganze Iltis-Leder. Haben wir aber nur 3. Ein bisschen was sollte ich aber auch behalten. Also guck mal, das eine Wildschwein hat 26 Leder gebracht. Ich verkaufe den noch ein bisschen Mahlzeiten. Oder Chroniken. Die kriegen wir schnell wieder hergestellt. So. Okay, jetzt bieten wir ihm Waren im Wert von 141 an. 8 mal roter Johannisbeerkuchen kriegt er von uns, dann Aalmahlzeiten, Leder,
Prin Iltis und Rotwild, ein paar Kroniken und wir kriegen dafür 32 Rübensamen, ein Esel und 7 Kräuter. Finde ich, ist ein guter Deal, annehmen. 2 Ausrichtung auf Ketzer der Rose. Okay. Gut, so, und jetzt Esel. Wo ist er? Wo ist mein Esel? Da! Nee. Das ist der Wolf, den wir versuchen zu tamen. Da ist der Esel. Untätig. Schlachten, freilassen, trainieren. So, der Esel darf gerne hier mit zu den Kühen. Das ist auch schon eingestellt, glaube ich. Und sobald wir den trainiert haben, würde ich den dann frei rumrennen lassen. Wie alt ist denn der? Der sieht noch sehr klein aus. Der ist 3 Tage alt. Ich überlege gerade, ob ich mich scammen lassen habe. Okay, wir brauchen einen Namen. Ich mache IA. So, okay, ja, muss Tag werden, dann bringen wir den hier ins Gehege. So, und jetzt sollen sie dann erstmal auch den Nähtisch fertig bauen und so. Hier ist jetzt noch eine Leiter, sehr gut. Dann kommen wir besser zum Wolf. Und einer müsste sich auch mal um die Tiere kümmern, aber eigentlich haben wir jemanden, der da oberste Priorität drauf hat. Und zwar, war das Poldi gewesen? Also der mit dem Helm. Ah, der hat Tiere nur 11. Helge ist der mit den Tieren. Der fällt aber gerade Bäume. Ich mache mal Tierhaltung auf 1 bei ihm. Weil die Tiere ist vor Schneidern. Ich mache trotzdem auf 1. Ah, weil ich Pflanzenschneidern auf 1a, verstehe. Ja, machen wir so. Da soll ich erstmal um die Tiere kümmern. So, führt hier am Strick. Ja, dann müsste jetzt theoretisch den Esel holen. Der Helge. Und dann müsste er sich um den Wolf kümmern. Der ist halt noch voll klein, der Esel, ne? So, der geht jetzt hier ins Gehege rein. Genau, lass mal gucken im Keller, ob wir jetzt hier Tierfutter lagern. Schon. Auf jeden Fall ist hier schon ein bisschen Stuff, das ist gut. Jetzt ist die Frage, Tierfutter, wo finde ich das? Futter. Ja, hier. Heu nicht, aber Tierfutter wird halt schlecht. Glaube ich, ziemlich sicher. Deswegen lagern wir das auch mal hier. Es ist krass, wie kompakt das hier alles ist, oder? Und mit diesem Mini-Wald und so, das einzige hier ist noch ein bisschen Platz. Winterkleidung, Winterkleidung. Helge hat noch Sommerkleidung an. Okay, wir müssen Winterkleidung produzieren. Nähtisch steht auf jeden Fall. Winterkleidung. Ich würde mal sagen, bis folgendes machen wir mal 5 Stück. Und wir können das auch aus Leder einfach herstellen. Wir können auch Leinen nehmen. Wahrscheinlich sollten wir einfach Leinen nehmen, oder? Gibt es bestimmt, hat wir verschiedene Attribute oder so. Ich mache mal Leinen und Wollstoff. Leinen, also wir haben, guckt mal hier, ziemlich viel. So, jetzt will ich nochmal gucken in dem Wolf. Hast du Hunger? Ja, ich mache da mal wieder einen kleinen Lagerplatz hin, dass der was zu futtern hat. Nahrung, roh. Ich hau ihm jetzt mal geräuchertes Fleisch hin, mal gucken, ob er das isst. Ich denke mal schon. Okay, stimmt, wir müssen Schneider einstellen, das wäre noch wichtig. Also den Tisch haben wir eingestellt, aber wir müssen einstellen, dass jemand sich drum kümmert. 22, Helge. Ist gut. Okay, dann machen wir Schneidern auf 1, Tierhaltung auf 2. Nee, Tierhaltung auf 1, Pflanzenschneiden 2. Dann müsste Helge, Problem, er angelt aber jetzt erst. Deswegen mache ich jetzt Tierhaltung auf 2, damit er erstmal schneidert und dann wieder angeln geht und sich um die Tiere kümmert. So, theoretisch müsste Helge jetzt hier anfangen. Ja, macht er. Ich mache erstmal bis folgendes, bis wir 2 haben. So, können wir hier Klamotten? Nee, Nahrung mit Material, Samen, Medizin kommt hier rein. Hä? Aber wäre das nicht voll schlau? Hier können wir Flachs lagern, Leinen. Das wäre ja dann voll schlau, wenn ich, statt dass ich das hier auf den Boden haue, so hier Regale hinsetzen für das Leinen. Vor allem jetzt hier wäre es ja super schlau, wenn wir das Leinen hier reinhauen. Moment, Nahrung raus. Machen wir so hier. Textilien. Nur Leinen hier lagern und meinetwegen Wolle. Voll gut, ey. Okay, wir brauchen mehr Regale. Regale sind toll. Genauso könnten wir auch hier Mahlzeiten irgendwie lagern hier, ne? Aber hier ist wahrscheinlich schon wieder zu warm. So, hier soll eigentlich die Küche hin. Dann würde ich hier dann immer die Mahlzeiten hinhauen. So, wie sieht es jetzt hier unten aus? Fertig. Geil. Okay, dann reiche ich erweitern. So. So, hier, das nehmen wir raus. Löschen. Dann können die jetzt hier mal alles hier runterbringen. Jetzt erstmal schauen, Temperatur. Also wir haben jetzt hier oben 2,1. 1,3. Und das macht nochmal einen Unterschied aus, Leute. Diese eine Grad macht, sorgt dafür, dass es irgendwie so 50% länger hält, das darf oder so. Also 40. Ah ja, wir haben die Rübensamen. Hier sind die Rübensamen, so setze ich in 40 Tagen, weil es ist zu warm. Das heißt, auch die Samen müssen in den Keller.
Dann lagern wir hier irgendwas anderes dann. Ich muss erstmal alles entfernen. Heu zum Beispiel wäre vielleicht eine Idee. Wobei, Heu wäre übelst smart, hier zu lagern. Wobei, nee, dann essen die das immer, ne? Aber wäre das nicht okay? Ob die jetzt hier essen oder hier, ist eigentlich egal. Futter. Heu. So, lass mal eben schauen, ob Helge Klamotten fertig hat. Also, wir haben Winterkleidung hergestellt. Hier ist Winterkleidung, muss rein. Helge? Was ist denn? So, und wir sollten vielleicht auch noch schauen, ob wir Mützen herstellen oder so, falls es dann richtig kalt wird. Kappe, breiter Hut. Das ist jetzt die Frage, was ist besser? Breiter Hut machen wir aus Heu. Eine Kappe haben wir schon auf. Grabi noch nicht. Helge hat halt diesen Kettenhelm, aber da sollte man vielleicht auch mal eine Kappe machen. Okay, wir zwei haben schon eine Kappe auf. Wir haben ja auch keinen mehr rumliegen. Dann mache ich jetzt nochmal so drei Kappen. Nice. Grabi kann räuchern. Sehr geil. Das heißt, jetzt kann Grabi sich ums Essen kümmern und Beam kann Bücher herstellen für Forschung. Ja, macht er auch gerade. Ich mach mal Kochen bei Beam auf... Ja, keine Ahnung. Ich mach's vielleicht sogar komplett raus. Ich mach's erstmal komplett raus. Grabi soll sich jetzt drum kümmern. So, wie geht's dem Wolf? Oh, er hat so Hunger. Also wir angeln noch gerade hier. Schaut mal. Was sind das für Fische? Forellen. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir da die Forellen hinpacken. Die essen die auf jeden Fall. Neuer Siedler. Und wir werden attacked, ne? Nee, dem geht's noch nicht gut. Kann er was? Der ist schlauer als ich. Der hat 25. Und 2 Sterne im Bergbau. Und er blutet etwas. Schwere Brustverletzung. Ganz entspannt auf Angel. Okay, wir wollen auf jeden Fall ein Bett. Ich mache hier oben, haben wir noch einen Raum. Ich baue da jetzt erstmal ein Bett hin. Ich baue hier gleich 2 Betten hin. Für den nächsten. So. Keldwell. Hat 25 Intellekt, 17 Nahkampf, richtig guter Nahkämpfer, 21 im Bergbau. Krass. Ist an sich Krabi der Zweite, ne? Aber er ist halt super schlau. Ich glaube, ich nenne ihn Einstein oder so. Dann wissen wir immer sofort, dass der schlau ist. Einstein. Er darf jetzt so nicht sterben. Also er rennt jetzt blutend durch die Bude. What? Beam schläft. Bau mal. Ich weiß nicht, haben wir denn Holz dafür? Bau mal so ein Bett fertig, wenn er geht. Einstein baut Gerste ab. Blutend. Okay, Einstein. Auf jeden Fall Forschung auf 1. Ich mach's mal 2, dann macht er das ja mal schon. Ja, nee, 2 ist gut. Und ich würde aber Bergbau höher oder mindestens genauso priorisieren. Ansonsten passt das eigentlich an Pflanzen. Ja, nee, also der soll Bergbau machen und wenn ich keinen Bergbau im Auftrag habe, soll er Bücher herstellen. Das ist schon gut. Könnte es jetzt aber Sinn machen, dass wir noch einen Forschungstisch bauen. Wir könnten den Raum echt größer machen, ne? Also wir könnten den Raum einfach mal bis hierhin machen. Und dann würde ich hier easy noch einen Forschungstisch reinkriegen. Nee, das ist so, hier ist das aufgebaut. Es ist halt auch, ich finde es ja ganz geil, wie das hier ist, ne? Mit der Terrasse. Eigentlich würde ich das also behalten. Aber ich würde zumindest sagen, hier, das ist noch geschlossen. Das heißt, wir bauen... So, hier kommt eine Tür hin. Die Tür hier weg. Ja, jetzt hier eine tragende Wand hin. So würde gehen. So, hier ist jetzt offen. Würde, glaube ich, auch gut aussehen, wenn hier auch ein Fenster wäre. Wunden von Siedler müssen versorgt werden. Hat sich immer noch keiner drum gekümmert? Der hat immer seine schwere Brustverletzung. Der hat auch schon die Hälfte von seinem Blut verloren. Sekunde. Medizin 9. Poldi, Einstein behandeln. Wundversorgung priorisieren. So, wird behandelt. Wunden behandelt. Sehr gut. Hat geklappt. Tatsächlich, wenn wir die Feuerschale verschieben, hätten wir... Ich mache die Feuerschale jetzt hier in die Ecke rein. Dann können wir hier einen Forschungstisch machen und hier kriegen wir irgendwie auch noch einen hin, vielleicht dann. Ist jetzt voll der krasse Forschungsraum hier. Ey, da müssen wir echt pushen, ne? Also den Raum muss man so geil wie möglich machen, dass die Produktionsgeschwindigkeit über zu hoch geht. Oho, Raubzug, Angriff, Waldbanditen. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das ist eine Ansage. Ich sage, die Wellen werden immer größer. Unabhängig davon, wie unser Fortschritt ist. Die Wellen werden immer krasser. Attacke. Sie kommen. Gut, ich stelle mich bereit. Wir haben ja alle Bogen ausgerüstet.
So geht's los. Wären wir schlau gewesen, hätten wir die Brücken noch entfernt, ja. So, Feuer, Feuer, Feuer. Den Hammer. Komm, Lena noch platt machen. Jo. Easy. Easy. Komm, weiter feuern. Bam. Thomas auch noch. Bam. Jo. Mach den platt. Alter, die Wölfe, wie sie instant hier futtern gehen. So, ist hier noch irgendwas Interessantes? Ja, mit der Kleidung gar nicht so gute. Wilder Holzharnig. Aber Trefferpunkte 1. Ja, geh das mal aus dem Kampfmodus wieder raus. Gut, und wir müssen die Leichen verbrennen. Das heißt, wir müssen wieder Scheiterhaufen bauen. Ein zweiter Hund ist aufgetaucht. Ja. Billy. Okay, den trainieren bitte. Geil. Oh, guck mal, Hundi sagt direkt Hallo. Ja, Helge scheitert halt ständig beim Zähmen. Also Wolf ist echt nicht so einfach, ey. Einstein, warum greift Einstein das Wild? Oh, weil ich nicht eingestellt habe, ne? Okay, Kampfmodus. Helfen. Helge? Helge oder Einstein? Bitte hitten. Sehr gut, weil dann wird's nämlich langsamer. Gott. Xena ist nicht so dabei, man merkt sofort. Ich nehme mal die Akkus auf Helge. Hält aber einiges aus, ey. Das war der Tank. So, wir haben's. So, Einstein. Bitte, weiß nicht, Tätigkeiten? Aber wieso hat er nicht einfach erforscht? Wir haben doch den... Achso, wir haben den Tisch bestimmt noch nicht eingestellt, den anderen. Und Beam hat bestimmt gerade erforscht, würde ich jetzt zumindest denken. Wir haben gar keinen Tisch eingestellt. So, für immer. Und hier für immer. So, jetzt haut's hin. Okay, also jetzt müssen wir bald übelst Bücher bekommen und dann können wir endlich Terraforming freischalten und die anderen Sachen. Umweltbezogen, verdorbene Feldfrüchte. Ja, geht so, weil wir haben schon ganz schön viel Fisch. Aber trotzdem kacke. Verdorbene Feldfrüchte. Verkümmert. Pflanze stirbt, Pflanzen. Fäule. Jetzt ist ja die Frage, kann sich das ausbreiten, so wie im Rimworld? Ich würde mal ganz schnell abbauen. Aha, überall, wo es schwarz ist, der Boden. Das heißt, wir sollten da erstmal nichts anpflanzen und das hier wegmachen. Oh Gott, das... Okay, also... Dann würde ich so machen und gleichzeitig da nichts anpflanzen erstmal. Irgendwie so. Ja, hier, hat sich schon ausgebreitet. Ja, verdammt. Hat sich schon wieder ausgebreitet. Moment, hier haben wir so eine Kontrolle. Hier ist weg. Ich mache jetzt mal die weg, wo es schwarz ist. Nur hier. Okay, das war's. Alles gut. So, ja, jetzt soll ich Bereich halt wieder herstellen, wie es eingestellt war irgendwie. Okay, ich hab's jetzt so hier. Ich glaube, es ist in Ordnung. Siedler sind verärgert. Hat viermal eine Leiche gesehen. Ey, wir müssen uns um Bier kümmern. Ne? Die sind deswegen die ganze Zeit durstig. Ja, hier liegen auch übelst viele Leichen rum. Warum hat sich da noch um keiner gekümmert? Körper verbrennen. Okay, Transport ist das, nicht Hausmeister. Ich kümmere mich mal um die Leichen. Oh, neuer Siedler. Umgang mit Tieren 24. Das ist super gut. 2 Sterne Meisterschütze, auch sehr, sehr stark. Okay, wir werden angegriffen dann. Gut, ein Bett haben wir ja schon für Teberga. Oh, schaut mal hier. Wir haben eine kleine Kuh. Weiblich oder männlich? Bitte weiblich. Männlich. Okay, die wird geschlachtet. Der gebe ich keinen Namen. So, gut tut ist... Trainieren noch gar nicht aktiv. Kurt trainiert 10%. Wir könnten halt dann überlegen, dass Teberga, muss man übrigens noch einen Namen geben, dass die sich um die Tiere kümmert. So, Teberga braucht einen Namen. Wendy? Dann ist das Wendy. So, Wendy, kannst du kämpfen? Also sie hat Meisterschütze auf 2 Sterne immerhin. Dann gebe ich ihr mal einen Kurzbogen. Dann muss sie aber trainieren. Ich glaube, wir müssen Kurzbogen produzieren. Produktion.
Kurzbogen, nochmal zwei Stück. So, okay. 15 Stunden, wir haben angegriffen. Ist der Wolf noch da? Jo, der Wolf ist immer noch hier. 10 Versuche null. Achso, das sind heute verbleibende 10 Versuche. Also wir versuchen es, aber wir sind nicht erfolgreich genug. Wir kriegen den aktuell nicht. Ich glaube, wir brauchen echt einfach noch mehr Skill, was Zähm angeht. Was ich krass finde. Meint ihr, wenn wir Tierfutter produzieren, dass wir damit die Taming-Chance erhöhen? Das könnte ich mir ja noch vorstellen, weil ich finde eigentlich, dass Tier-Dings über 20 ziemlich stark ist. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht müssen die immer Tierfutter benutzen, um die Chance zu erhöhen. Ich mache mal Tierfutter bis folgendes. Was brauchen wir denn dafür? Kohl, Gerste. Ja, das essen die doch eigentlich nicht, ne? Ich mache trotzdem mal, bis wir 10 haben. Übrigens, wir könnten eigentlich jetzt hier mal das Essen zubereiten. Das Lager ist schon wieder relativ voll, ne? So, aber für Essen kann ich das hier benutzen, ne? Dann würde ich da ein paar Regale reinknallen. Also hier würde ich fertige Mahlzeiten lagern. Und hier unten bauen wir jetzt auch Regale rein. Jetzt machen wir erstmal 4 Stück. Dann würde ich das Lagerfeuer verschieben. Müssen wir nur gleich wieder einstellen, darf ich nicht vergessen. Die Schlachtbank können wir da auch hin tun. Ja toll, die Schlachtbank, die nimmt jetzt Platz weg, oder? Jetzt machen wir das Regal hier hin. Und hier weg und hier weg. Dann hier wegmachen, hier wegmachen. Eigentlich brauchen wir ja keine Lehmwand jetzt mehr hier, also... Ja, aber ich mach trotzdem. Angreifer kommen. Guck mal hier. Der Gerhard. Der sieht wild aus. Der ist 2,7 Meter groß. Der hat einen Zweihand-Kriegshammer ausgerüstet, solide. Ach krass, man kann aus Knochen Rüstung herstellen. Knochenrüstung hat er noch an. Okay, ja, schauen wir mal. Na, diesmal kommen die von hier. Krass, das heißt, die werden jetzt eher so hier von hier angreifen, hä? Ich hätte aber gerne noch schnell zumindest die Lehmwand platziert, damit ich es nicht vergesse. Also ich hätte gerne so gemacht und dann hätte ich gerne hier einen Holzbalken. Ich mache einfach einen mittig, dann können wir uns den hier komplett sparen wahrscheinlich. Wendy hat noch keinen Bogen ausgerüstet. Solide. So, und alle anderen dürfen sich schon mal bereitstellen. Wendy muss erst noch ihre Waffe holen. So. Wendy hat ihre Waffe geholt. Oh nein. Wie hole ich den Hund jetzt noch schnell rein? Okay, er kommt von der... geh weg. Also Gabi schießt. Wir müssen jetzt mal gucken, ob Helge getroffen wird, Friendly Fire oder nicht. Wie, einer schon tot? Nee, ich glaube, das ist noch eine alte Leiche. Die Scheinhaufen sind so geil, Mann. Ja, aber ey, unsere Bogenschützen... Es funktioniert super bisher. Wir haben halt jedes Mal halbwegs okay Bogenschützen. Oh, Hundi. Oh, Mann, bin ich nicht fertig. Oh. Wird er jetzt attacked? Nein. Hundi! Okay, alles gut. Ey, ja, die Scheinhaufen... Habe ich hier nur eine Tür? Die hat nur noch 100 Trefferpunkte. Okay, das war's. Wir haben's geschafft. So. Gerhard, zieh dich zurück. Ah, ich will den Hammer haben. Okay, wir haben den Hammer. Den will ich. Okay. So, an die Arbeit. Habt ihr gut gemacht. So, ja gut, wir müssen Scheinhaufen bauen. Ich baue jetzt gleich mal so 4 Stück, ey. Ah, Scheinhaufen kostet nur 15 Holz. Ja, let's go, Alter. 2, 3, 4. Wie geht's dem Wolf? 23% Zähmfortschritt, Leute. Aber er hat nichts mehr zu essen, ne? Ich würde fast sagen, geh nochmal angeln und hau dem irgendeinen Fisch hier hin. Aber wartet mal, wir haben doch jetzt Forschung. Yo, wir haben 97 Bücher verfügbar. Terraforming, freischalten. Dann würde ich nämlich, weil Erde haben wir noch genug, ne? Das sorgt zwar dafür, dass die Raider schneller bei uns sind, wenn sie runterlaufen, aber dann haben wir hier einen, können wir mal einen stabilen Aufgang machen, also wo wir schneller hochkommen. So. Dann sind wir schneller oben, wenn wir das fertig gebaut haben und können dann hier besser angeln. Alter, es geht hier. Wird sich ja fast lohnen, eine Fischerhütte zu bauen. Ja komm, nehmen wir einfach mal alles mit hier. Also die Wölfe kommen schon wieder. So, und wir müssen mal gucken, hier eventuell mal wieder eine Tür reinbauen. Und ich weiß nicht, ob wir die hier reparieren können. Reparieren finde ich jetzt hier nirgends als Symbol. Dringender Transport, Ernten, Bergbau. Ne, scheint nichts zu sein. Yo, lass die Fenster schließen. Es wird bald kalt. Huch, ich habe einige Fenster gebaut. Alle zumachen bitte. Stimmt, es wird kalt in der Bude, deswegen. Sena repariert. Sehr cool, sehr schön, da freue ich mich. So, dann
Körper verbrennen. Für immer. Ja, die ist alles voll. Das ist übel. Eine Gruppe von Tieren ist aufgetaucht. Bär. Man kann Bären auch zähmen. Man braucht dafür aber 30 in Tiere umgehen. Och man, den hätte ich gerne, den Teddy. So, wie weit sind die Kühe im Training? Training 0, 15. Das dauert halt einfach echt sau lange, ne? So, wie sieht denn eigentlich jetzt unser Keller aus, wegen dem Regal, den ich platziert habe? Hier sieht es jetzt so aus. Hier liegt auch ein Helm rum. Lagerfeuer müssen wir einstellen. Bis folgendes. Und Tierfutter herstellen. Bis folgendes. Ja, mach mal 25, okay. Und theoretisch wäre es cool, wenn die das hier lagern würden. Die Mahlzeiten. Dann würde ich das hier wegreißen. Ich würde hier schon mal eine Lagerzone machen. Alles entfernen. Priorität sehr hoch. Und hier hauen wir die Tierkadaver hin. Und oben würde ich wegmachen. Hier kommen, ja genau, das weg. Und jetzt Produktion, Schlachtbank. Müsste jetzt eigentlich genau hier reinpassen. Perfekt. Stopp. Wir nehmen die Schlachtbank. Verlagern. So. Okay, so und hier. Ja, Material würde ich jetzt hier nicht lagern, aber alles andere außer Mahlzeiten. Weil die Mahlzeiten machen wir oben hin. Guck mal, der Hund kümmert sich sogar drum gerade. Hier oben sind jetzt Fische. Dann ist hier ein bisschen einmal Gerste drin und 9 Forellen. Hier haben wir 6 Milch. Also das ist super, weil. Also ist quasi mal 3, ne? Im Vergleich zu auf dem Boden. Okay, wie sieht der Wolf aus? Gibt 10%. Ich werde verrückt, aber. Wir können auch nochmal Forschung schauen. Wir haben 80 Kroniken verfügbar. Wir können Krankenbett machen, Teppich knüpfen. Also ich weiß nicht, ob wir da gerade genug Leder haben. Also können wir halt bestimmt die Räume überpushen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt langsam mal Steine abbauen will. Hier findest du Steinbearbeitung. Ich würde, glaube ich, Steinbearbeitung erstmal machen. So, haben wir denn schon Steine? Wir haben 44 Kalksteine. Produktion, Steinmetztürch. Ich will mir das mal angucken. Ich bin was dafür, dass wir die Regale woanders hinräumen hier. Damit das eine Werkstatt wird, weil das ist es aktuell ja gar nicht. Waffenstände. Verlagern. Verlagern. Die Fackel machen wir draußen hin. Mache ich ja lieber eine Wandfackel gleich. Auch hier verlagern. So, und dann hätte ich hier gerne eine Trennwand, dass wir endlich mal daraus eine Werkstatt machen aus dem Raum. Aktuell ist es einfach ein großer freier Raum. Ich würde mal das Bett hier. Das wird jetzt ein bisschen gemütlich, noch ein bisschen enger. Machen wir hier hin. Das hier hin. Und da, wo jetzt die Feuerstelle ist, sollte ich die Wand setzen. Was haben die da bloß gebaut? Eine riesengroße. Ja. Verlagern, dann machen wir die Feuerstelle erstmal hier. An Fuß des Bettes. So, gut. Jetzt können wir hier einen geschlossenen Raum machen. Holzwand. Machen wir so. So. Wobei, stopp. Ich würde wahrscheinlich sogar hier eine Tür machen an der Stelle. Also, so. Und dann Holztür. Machen wir so hier. Okay, sollen sie das mal fertig bauen? Und dann müsste das theoretisch ein geschlossener Raum werden. Werkstatt brauchen wir Rüstungsmachertisch, also mindestens Rüstungsmachertisch, Bogenbauertisch, das haben wir, irgendwas davon haben wir. Wir brauchen mindestens 2 Werkzeugwandregale. Genau, und die müssen wir noch platzieren. Werkzeugwandregal. Genau, davon müssen wir 2 Stück platzieren. Ja, hier können wir noch eins hinmachen. So, und dann müsste das theoretisch eine Werkstatt sein. Dann gucken wir mal, ob wir einen Produktionsbonus bekommen oder nicht. Sehen aber fertig. Steinmetztürch. Hier können wir jetzt Kalksteinziegel herstellen. Das war's. Mehr geht ja nicht. Okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, was wir überhaupt haben wollen, um eine Burg zu bauen. Also hier haben wir jetzt Kalksteinwand. Dafür brauchen wir Kalkstein. Ziegel klingt ja eher so, als wäre das fürs Dach oder so, ne? Kalkstein-Schindeldach. Dafür brauchen wir auch noch Kalkstein. Okay, wir müssen erstmal gucken, wofür die Kalksteinziegel überhaupt da sind. So, Wandregal wird auch fertig gebaut. Jetzt, genau. Habt ihr gesehen? Werkstatt. Jetzt ist das als Werkstatt definiert. Jetzt kann ich auch hier oben auf Raum drücken.
Und das ist jetzt eine Bibliothek. Und die Pen. Das liegt aber daran, weil hier dieses Regal da ist. Das sollte ich tatsächlich woanders hinräumen. Verlagern. Handelskarawane. Okay, guck mal gleich. Ey, vielleicht haben die ja Tiere. Das wäre toll. Könnten wir noch hier hinsetzen. Tatsächlich. Das Regal. Jetzt schauen wir mal eben, ob das irgendwas gebracht hat jetzt hier. Oh ja. Produktionstempo 144%. 132. Also wir haben jetzt die Produktion massiv erhöht, dadurch, dass es jetzt eine Werkstatt ist. Sehr, sehr cool. So Leute, denkt bitte an den Daumen, denkt an Feedback, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich sehr, 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 sehr doll freuen, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Ne? Ach ja, Abo und so, ne? Könnt ihr auch da lassen, wenn ihr wollt und wenn nicht habt und so, auf dem Zweitkanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.